Erholung nach einer langen Jagd im Meer. Pinguine führen ein anstrengendes Leben. Jeden Tag sind sie Stunden im Ozean unterwegs, um Fische zu fangen für sich und den Nachwuchs an Land. Die Pinguinkolonie von Stony Point ist die größte des Kontinents. Mehrere tausend Tiere nisten hier. Kieran McGeorge ist für den Schutz der Kolonie verantwortlich. Er arbeitet für Cape Nature, eine staatliche Naturschutzorganisation. Die Kolonie an diesem Ort ist derzeit die einzige, die wächst. Die meisten anderen der 27 Pinguinkolonien an der südafrikanischen Küste schrumpfen oder sind verschwunden. Deshalb zählt er jede Woche die Tiere, überprüft Küken und Gelege. Es kommt mittlerweile auf jedes überlebende Tier an. 1P2. Die Pinguine zeigen an, wie gesund der Ozean ist. Gibt es wenig Biomasse im Meer, ist die Art in Schwierigkeiten. Im Augenblick haben wir nur noch 2 bis 2,5% des ursprünglichen Bestandes an afrikanischen Pinguinen. Es sind nur noch rund 20.000 Brutpaare übrig. Die Überfischung der Meere macht den Tieren zu schaffen. Sie finden nicht mehr genug zu fressen. Außerdem sterben viele an Plastikmüll und Ölverschmutzung im Wasser. Stony Point ist nur eine von 2 Pinguinkolonien auf dem Festland. Beide liegen mitten in Siedlungen. Pinguine schätzen offensichtlich die Gärten. Dieser hier hat es sich in einem Grill bequem gemacht. Wissenschaftler vermuten, dass die Häuser Fressfeinde wie zum Beispiel Leoparden abschrecken. Die Pinguinexperten sammeln Daten über den Gesundheitszustand der Vögel. Wir markieren die Tiere, um herauszufinden, wie lange sie überleben. So können wir berechnen, wie lange die Art noch bestehen wird. Der Bestand schrumpft dramatisch. Wir wollen feststellen, wie groß ihre Chancen sind, in der Wildnis zu überleben. Der Tourismus an der Küste wächst und hilft damit auch den Pinguinen. Boote fahren regelmäßig zu einer der Inselkolonien. Auf Dyer Island lag noch vor 50 Jahren die größte Brutkolonie der Pinguine. Allein hier nisteten 25.000 Paare. Guanoabbau und Eiersammler haben den Bestand fast vollständig zerstört. Mit dem Geld aus den Bootstouren finanzieren Naturschützer eine Rettungsstation für Pinguine. Verletzte Tiere werden hier wieder aufgepäppelt. Er ist von einer Robbe gebissen worden. Wir reinigen jetzt die Wunde. Er wird so ungefähr 3 Wochen bei uns bleiben und dann lassen wir ihn wieder frei. Jetzt bekommt er aber erst mal was zu essen. Okay, check, buddy. Gestärkt kann er dann wieder ins Meer zurück. Die Pinguine spielen eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt an den Küsten Südafrikas. Oft siedeln sich andere Seevögel rund um die Kolonien an, wie hier Kormorane. Seevögel haben enge Beziehungen zueinander. Pinguine jagen gemeinsam in größeren Meerestiefen. Sie scheuchen dadurch ihre Beute an die Meeresoberfläche. Dadurch können dann auch andere Vögel erfolgreich jagen. Die Abhängigkeit der Seevogelarten untereinander ist groß. Wenn man eine Art verliert, verliert man auch die andere. Den Menschen den Wert der Pinguine zu vermitteln, ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in Stony Point.
Befestigte Wege führen durch die Kolonie. Informationstafeln sollen den Besuchern das Leben der Pinguine näher bringen. Ich denke, mit den richtigen Informationen und Bildung für die Leute, also wenn Ökotourismus gut ausbalanciert ist, dann wird es einen deutlich positiven Einfluss haben. Allerdings kann es auch schlimme Auswirkungen haben, wenn es nicht ausreichend kontrolliert wird. Vor allem draußen auf dem Meer ist der Schutz der Tiere nahezu unmöglich. Für die internationalen Fischfangflotten weit vor der Küste zählen die Pinguine wenig. Doch gerade dort findet der Kampf um das Überleben der Art statt. Schwinden die Fischbestände weiter, sterben auch die Pinguine. Nur wir Menschen können ein Teil der Lösung sein. Wir sind die Art, die eine Wahl hat. Die Pinguine haben keine Wahl. Schwere See, große Wellen. Sie müssen raus und Futter suchen. Ob da Fischtrawler sind, Plastik, Müll im Wasser oder Haie und Robben. Diese Jungs sind dafür geschaffen, zu überleben. Ja, es gibt immer Hoffnung. Wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir den Sinn des Lebens.